Ja, lieber Herr Hüter, ich freue mich sehr, dass ich heute die Ehre habe, mit Ihnen zu sprechen. Dass wir uns zwar zu einem traurigen Anlass auch treffen, und zwar zum Todestag von Clemens Arvai. Für ihn haben Sie ja auch ein wunderbares Vorwort verfasst für das Buch, das ich hier auch liegen habe, Biophilia in der Stadt. Und Sie kannten ihn zwar nicht persönlich, aber doch standen Sie ihm auch ideell nah. Und ja, ich freue mich und fühle mich da auch ganz wunderbar begleitet. Ist für mich doch auch als persönlich Betroffene schon nochmal ein sensibles Datum, muss ich sagen. Und ich glaube, dass Clemens auch insgesamt für ganz, ganz viele Menschen immer noch, auch ein Jahr nach dem Todesfall, sehr präsent ist, dass er einfach auch ein Teil des kollektiven Gedächtnisses ist. Und ja, deswegen finde ich es auch wichtig, da einfach nochmal über ihn zu sprechen, in Erinnerung zu behalten, was er geleistet hat mit seinem Lebenswerk. Und ja, Sie sind wahrscheinlich der renommierteste Hirnforscher Deutschlands oder auch der bekannteste. Ich schätze Ihre Arbeit sehr und mich interessiert natürlich auch Ihr Blick auf Clemens Lebenswerk, aber auch so ein bisschen generell auf das Leben, aufs Sterben. Das ist ja ein Thema, was uns alle verbindet und wo gerade an so einem Tag man auch in der Melancholie oder ja in der Trauer doch wieder Trost finden kann und Hoffnung. Und ja, deswegen freue ich mich auf ein spannendes Gespräch und bedanke mich, dass Sie hier sind. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung, liebe Frau Moog. Ich habe hier gerne mitgewirkt, weil ich davon überzeugt bin, dass ein Mensch, wenn er dann körperlich nicht mehr unter uns ist, ja doch auf die eine oder andere Weise bei uns bleibt. Also ich habe zum Beispiel selbst einen Freund verloren, da war ich ungefähr 30. Den kann ich jederzeit hier neben mich setzen und dann ist er wieder da. In Gedanken. Und solange ich das kann, ist er auch nicht gestorben. Und deshalb fände ich es eigentlich, und da hätte sich sicherlich Clemens auch gefreut, sehr wichtig, dass wir einander auch ein bisschen dabei helfen und diese Erinnerung an so eine Person aufrechterhalten und das uns gegenseitig auch nochmal verdeutlichen, was sie so in die Welt hineingebracht hat und was dort auch bleiben wird. Sie haben das Buch ja hochgehalten, klar, das ist eine Möglichkeit, dass man Bücher schreibt. Frauen haben dann noch eine ganz andere Möglichkeit, in der Welt fortzuleben, indem sie ein Kind kriegen. Und Männer können das auch, indem sie dem Kind helfen, seinen Weg ins Leben zu finden und dabei nicht abzustürzen. Das ist dann auch nochmal eine zusätzliche Möglichkeit und ich habe das damals natürlich nicht verstanden und das wird wohl auch immer so sein, dass man solche problematischen Situationen nicht versteht und dann plötzlich jemand nicht mehr da ist und man gar nicht weiß, warum. Aber ich kannte eben Clemens aus einigen Gesprächen, dass so wie wir das heute machen, geht das ja ganz gut mit diesen digitalen Medien, was ich ursprünglich nie geglaubt habe, aber es scheint zu stimmen, man kann einander auch begegnen und dazu eine solche virtuelle Plattform und Monitore benutzen. Und damals habe ich Clemens eben als einen unglaublich bewussten und verantwortungsvollen Menschen erlebt, der das, was der machte, auch immer sehr gründlich recherchiert hat, der sich eingesetzt hat und der dann, nachdem er alles gründlich geprüft hat, eine bestimmte Position bezogen hat und die hat er auch in der Öffentlichkeit vertreten. Das gibt nicht mehr sehr viele Menschen, die das heutzutage noch können. Und deshalb behalte ich ihn auch in einer sehr besonderen Erinnerung. Sehr schön gesagt. Vielen Ja, und Dank dafür. dass ich nun ein Hirnforscher bin, dafür kann ich ja nichts und Berühmtheit oder irgend so etwas ist auch nicht das, was ich so unbedingt in meinem Leben brauche.
aber dass wir alle versuchen, mit dem, was wir tun, auch unserem eigenen Dasein einen Sinn zu verleihen. Das denke ich schon und das wird bei manchen Menschen deutlicher. Das sieht man das dann, dass die sich darum bemühen und bei manchen ist das doch nicht so hoch im Bewusstsein angesiedelt und dann sieht man es eben nicht. Ich glaube aber, dass wenn, und das war wohl auch ein Anliegen von Clemens, wenn man das, was Menschen so alltäglich wahrnehmen und was sie tun, ins Bewusstsein hebt, es bewusst macht, dass doch sehr viele Menschen in der Lage sind, plötzlich das, was sie so, ohne nachzudenken, würde man so sagen, tagtäglich tun, dass sie das dann plötzlich auch anfangen zu hinterfragen. Und in dem Augenblick, wo man überhaupt auf die Idee kommt, sich zu fragen, warum man das, was man da tut, eigentlich wirklich so tut, wie man es tut, da ist die Verwandlung eigentlich schon vorgezeichnet. Dann kommt man aus dieser Frage auch nicht wieder raus. Und dann muss man irgendwie mal die Antwort geben, warum man das so tut. Und wenn ich also die, ohne auch nur im geringsten nachzudenken, im Frühling über eine Blumenwiese latsche und dabei alles niedertrete, dann kann es eben sein, dass mir ein Buch von Clemens, wenn ich es gelesen hätte, oder wenn ich davon gehört hätte, oder wenn ich jemanden getroffen hätte, der so ähnlich wie Clemens unterwegs war, dass ich dann doch über diese Wiese vielleicht drüber latsche, aber nach den ersten 3 Schritten stehen bleibe und umkehre, weil es mir bewusst geworden ist, was ich da tue. Und das ist das, was wir uns nur alle wünschen können für diese gegenwärtige Welt und für die Menschen, die da gegenwärtig in dieser Welt unterwegs sind. Es ist eben sehr viel Verantwortungslosigkeit und mangelnde Bewusstheit bei vielen Menschen zu beobachten und da kann man ja auch niemanden zwingen, über das, was er da so tut, sich selbst bewusst zu werden, aber man kann Menschen eben einladen und ermutigen und auch inspirieren und das haben wir, glaube ich, alle versucht, also Clemens mit seinen Büchern und den Vorträgen und ich dann eben auf die Weise, wie ich es versucht habe. Ja, Sie sagten, Sie können nichts dafür, dass Sie Hirnforscher sind und so bekannt. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass Sie Potenziale entfalten, Ihre eigenen und gleichzeitig auch die der anderen zu entfalten helfen. Die Entwicklung, Sie sprechen ja auch viel vom Verwickeltsein, vom Gefangensein in Konditionierung oder Blockaden und diese Entwicklung, diese Entfaltung der Persönlichkeit, der Potenziale, das ist auch etwas, was man auf Clemens Lebensweg sehr gut beobachten konnte. Er hat diese starke Verbindung aus Idealismus und Ratio, diese Herz-Hirn-Kohärenz ja doch auch ausgeprägt über die Jahre und auch immer mehr, ja, Menschen berührt. Und ich glaube, der Kumulus war gerade auch zur Corona-Zeit, wo er sehr, ja, zum Leuchtturm geworden ist für viele, weil er eben den Mut hatte, auch zu seinen Werten zu stehen und das in sehr sachlicher Weise. Es war ja auch sehr diffamierend. Ihm hängt jetzt auch noch der Wikipedia-Eintrag nach, was ich sehr bedauerlich finde. Der ist teilweise wirklich nicht fair und nicht sachlich und überschattet so ein bisschen, ja, jetzt noch posthum das Andenken. Wenn man das nicht hinterfragt, finde ich das schon eine ziemliche Schmach. Aber mal abseits davon, Clemens hat da drüber gestanden, hat trotzdem weitergemacht. Und ich glaube, da ist er ein tolles Beispiel für viele, diese Kohärenz auch zu leben. Egal, was die im Außen sagen. Und wir alle streben ja in dem Sinne nach Gemeinschaft. Wir sind soziale Wesen. Das betonen sie ja auch immer wieder. Trotzdem, ja, wenn man eben zu seiner Wahrheit dann auch steht und authentisch auftreten möchte und da eben auch akribisch zu forscht, das hat er eben gemacht, ne, sagten sie ja auch, dann läuft man Gefahr eben, dass man ja zum Außenseiter auch wird. Und das ist natürlich schmerzlich, er war ja auch sehr sensitiv. Und ja, umso beachtlicher finde ich eben diese Leistung, die er vollbracht hat und für die Menschen, die er berühren konnte und die das auch
ja, begriffen haben, was er sagen wollte, für die war er natürlich umso ja, wichtiger. Die haben ihn verstanden und er hat dann um sich herum auch eine alternative Gemeinschaft gehabt, die ihn auch bestärkt hat. Und sonst hätte er das gar nicht geschafft, glaube ich. Also weiterzumachen, wenn es nicht immer wieder Menschen gegeben hätte, die ihm geschrieben haben und weiter so und vielen Dank und du hilfst uns. Sei es jetzt mit dem Thema Naturmedizin, dass er da viele ermuntert hat, wirklich mehr in die Natur zu gehen, diesen Link zwischen Physiologie und Psyche in der Ökopsychosomatik, den hat er auch ganz stark ins Bewusstsein gebracht. Und natürlich ist es jedem klar, glaube ich, wenn man ein bisschen noch Gefühl hat für sich selbst, wenn ich in den Wald gehe oder auf eine Blumenwiese, ich fühle mich einfach wohl. Ich merke das und ich brauche nicht unbedingt eine Studie, um das zu wissen. Aber trotzdem hat Clemens damit unheimlich vielen Menschen doch nochmal was gebracht, indem er beschrieben hat, was das mit dem vegetativen Nervensystem macht, mit dem Herz-Kreislauf-System, mit der Psyche auf so vielen Ebenen und vielleicht nochmal mehr Menschen dazu motiviert, eben auch diese ja, Verbundenheit zu sehen von dem großen Ganzen, dessen wir ja Teil sind und auch im Miteinander, nicht nur isoliert als ich und Natur, sondern wir und Natur. Und ja, während der Corona-Zeit hat er auch noch zwei Bücher tatsächlich geschrieben. Eins wurde ja zum Bestseller bezüglich der Impfstoffe. Auch das hat er sich getraut, seine Meinung in einem Buch dann zu vertreten. Und das zweite Buch, Wir können es besser, in dem er ja auch beschreibt, inwiefern solche Krisen, solche ja, pandemischen Krisen, wie auch immer man das jetzt definieren möchte, eben auch mit unserer fehlenden Verbundenheit und mit dem fehlenden Gleichgewicht, mit der fehlenden Gesundheit in Bezug auf die Ökosysteme ja, beruht. Und er ist immer wieder zum Kern eigentlich seiner selbst zurückgekommen. Es war für ihn immer wichtig, er selbst zu sein und da auch kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Und vor allen Dingen auch sich nicht nur als Ego, sondern immer im Kontext zu begreifen. Und das hat er, glaube ich, ganz toll kommuniziert. Als Naturwesen und gleichzeitig Kulturwesen, die wir ja sind, immer wieder ins Gleichgewicht zu kommen, in dieser Waagschale. Ja, und ich bewundere ihn immer noch sehr. Ich muss sagen, dass ich auch glaube, dass er weiterlebt für ganz viele und irgendwo da das auch hoffe, denn ich sehe nicht, dass die Welt unbedingt leichter wird, ich sehe nicht, dass unbedingt weniger Krisen ja, im Tagesgeschehen sichtbar werden und ja, für mich ist er immer noch so ein Hoffnungsträger und ich möchte und ich glaube, dass es wichtig bleibt, genau diese Werte auch, die Clemens vertreten hat und die er kommunizieren konnte, so versiert, dass wir die auch in Zukunft brauchen. Ja, es ist einfach eine sehr bedauerliche Tatsache, dass in unserer gegenwärtigen Welt Menschen in größte Not geraten, wenn sie sehr empfindsam sind und Dinge wahrnehmen, die andere überhaupt nicht bemerken. Und das war bei mir ein Vorteil, als ich angefangen habe, mich auf diese Weise mit nach meiner Phase als experimenteller Hirnforscher im alten System, als ich dann angefangen habe, mich für etwas zu öffnen und das auch in die Öffentlichkeit zu tragen, was ich da über all die Jahre in mir sozusagen, was mir da bewusst geworden ist und wo ich plötzlich merkte, dass sind möglicherweise gar nicht die richtigen Ansätze, die wir da in der Neurobiologie, wo ich zu Hause war, verfolgen. Und das sind vielleicht auch gar nicht die richtigen Fragen, die wir stellen. Als ich damit angefangen habe, irgendwie Mitte der 90er Jahre, da war ich ja schon älter. Also, und ich hatte einfach dadurch, dass ich vorher so lange durch das System durchgegangen bin, mir etwas zugelegt, das nennt man ein dickes Fell. Also diese eigentliche tiefe Empfindsamkeit hatte ich gelernt,
wegzuhemmen und sie nicht so an mich rankommen zu lassen. Und ich war alt genug geworden, dass ich nun also mich auch nicht mehr so sehr habe beeindrucken lassen. Und das ist ja auch häufig so, dass wenn man noch jünger ist und so empfindlich ist, dann kommt das alles auch viel hitziger raus aus einem. Und das habe ich an Clemens dann auch so geliebt, dass er das gekonnt hat. Aber mir war auch klar, es wäre gut, wenn er schon ein bisschen älter gewesen wäre und wenn er diese Empfindsamkeit etwas besser hätte lenken können. Man zerbricht dann manchmal an seiner eigenen Empfindsamkeit. Schauen Sie mal, das erste Buch, was ich mich dann gewagt habe, in diesem anderen Tenor zu verfassen, das heißt Biologie der Angst, ich glaube 95 oder wann das war. Und da gab es dann eine Rezension in der Zeit mit der Überschrift Der Prediger vom Pferdeberg. Können Sie sich vorstellen, was das mit einem macht? Man versucht, ein völlig neues Bild in diese Wissenschaft und in die Debatte einzubringen, indem man sagt, es könnte sein, dass die Angst nicht dazu da ist, dass wir davon krank werden, sondern es könnte auch sein, dass wir deshalb Angst haben, damit wir merken, dass wir auf einen Abweg geraten sind und dass wir aufpassen, wieder zurückzukommen zu uns. Und da kommt dann so ein Schreiberling aus den Medien, noch dazu aus dem Feuilleton und mit einer sehr großen, nennen wir es mal, Macht und mit viel Einfluss, also sowas ähnliches wie heutzutage diese Influencer sind. Und schreibt dann einfach, also tut das ab als Predigt, also nichts wert. Er predigt irgendwelches Zeug, er ist eigentlich gar kein Wissenschaftler. Und dann setzt er mich noch auf den Pferdeberg, den ich in dem Buch benutzt habe, um zu beschreiben, dass es einen Unterschied macht, wenn man unten im Tal sitzt und alles vor der Nase hat. Und dass es manchmal gut ist, auf den Berg zu steigen, weil man von oben eine bessere Übersicht hat. Und ich kann mir vorstellen, wenn ich noch empfindlicher gewesen wäre und vielleicht auch noch ein bisschen hitziger und jünger, das hätte mir einen ganz schweren Schlag versetzt. Es war so schon schlimm genug, aber es hat mich eher ermutigt, diesen Weg gerade deshalb weiterzugehen, um diesen Menschen, die da mit ihren sonderbaren Ansichten die Öffentlichkeit beeinflussen, dann das auch das Handwerk zu legen. Und da, das ist dann sehr, das ist etwas, was mich dann auch sehr getragen hat in dem, was ich dann im Weiteren gemacht habe, nämlich im Grunde genommen immer der Versuch, genauso eigentlich wie Clemens, der Versuch, das, was von den meisten Leuten geglaubt wird, weil es ihnen irgendwo erzählt worden ist, zu hinterfragen und sie selbst zu befähigen, zu erkennen, dass es möglicherweise anders ist. Und dazu, klar, braucht man ein bisschen Wissen. Und dann habe ich aber auch gemerkt, und das ist vielleicht bei Clemens, da ist er noch mit der Illusion zu sehr herumgelaufen, dass die Aufklärung von Menschen dazu führt, dass die sich verändern. Das habe ich nicht mehr. Das hatte ich auch damals schon nicht. Also die Menschen ändern sich nicht dadurch, dass man ihnen erklärt, wie was ist, sondern die ändern sich dann, wenn es sie berührt. Und genau das hat er mit seinen Büchern geschafft. Wenn die dann mal in den Wald gegangen sind, weil sie so viel gehört haben, wie gesund das sein soll, werden da eine ganze Menge dabei gewesen sein, die das plötzlich als ganzheitliches Erleben gespürt haben, wie ihnen das gut tut. Und das ist dann die Veränderung, auf die es ankommt. Und nicht, dass wir alle darüber schwatzen, wie toll es ist im Wald und wie gesund und Waldbaden und was man alles machen sollen, sondern dass wir uns gegenseitig einladen, ermutigen, inspirieren, einfach mal das auszuprobieren. Und dann macht man eine neue Erfahrung und die neue Erfahrung führt dann dazu, dass man bisherige Überzeugungen und Einstellungen und Vorstellungen verändern kann. Und da hat er sicherlich sehr viel geleistet und das wird auch bleiben. Das ist jetzt nicht so sehr abhängig davon, ob er noch da ist oder nicht. Ja, nicht nur im Wald, sondern ja tatsächlich auch mitten in der Stadt kann man diesen Biophilia-Effekt eben spüren und nicht nur auf körperlicher Ebene.
Und er sagt ja auch, das finde ich ganz charmant, eigentlich jeder Mensch sollte so ein Geburtsrecht haben, ne? Einen Zugang zu natürlichen Ressourcen, weil wir das einfach zum Leben brauchen, nicht nur physiologisch. Ich glaube, dass einfach Sie und Clemens ja begonnen mit dem Weltbild sehr viel gemeinsam haben. Sie sind ja auch nicht kein Anhänger des rein mechanistischen Weltbildes. Und das ist vielleicht ein Problem hier in der westlichen Welt, dass es eben doch noch sehr prägend ist, diese Abspaltung von Körper und Geist und der stärkeren Gewichtung des Kognitiven und dass wir da einfach auch nicht mehr ganz sind. Also diese Ganzheit, Ja, ich Ganzheitlichkeit glaube, fehlt. diese Trennung, wir können das inzwischen relativ gut fassen. Also das, was uns eigentlich in dieses Leid führt und auch in diese ganzen krisenhaften Entwicklungen, die wir ja nun zurzeit erleben und die sich ja ganz so mausern, als ob das immer schlimmer wird. Diese ganzen Probleme haben sehr viel damit zu tun, dass wir es immer wieder schaffen, von Generation zu Generation Erfahrungen oder unsere Kinder Erfahrungen auszusetzen, die dazu führen, dass die lernen müssen, ihr Denken, ihr Fühlen und ihr Handeln voneinander abzutrennen. Sonst kann in dieser Welt keiner überleben. Also ich kann, wenn ich das nicht gelernt habe, kann ich an keinem Bettler vorbeigehen, ohne dass mir das Herz blutet. Ich kann keine einzige Nachricht mir anschauen über Krieg und verhungernde Kinder und was ist, ohne dass mir das Herz blutet. Und deshalb muss ich mein Denken und mein Fühlen und dann auch noch mein Handeln voneinander abtrennen. Und dann kriege ich mal ein Gefühl, aber das führt nicht dazu, dass ich das dann auch in Handlung umsetze oder ich habe meine bestimmte Idee, aber dies führt wiederum nicht dazu, dass das mein Gefühl erreicht. Also es käme darauf an, dass das Denken und Fühlen und Handeln wieder eine Einheit wird. Und neurobiologisch kann ich ja nur sagen, das ist der Normalzustand gewesen. Also man wird verrückt, wenn man das trennt. Und das sieht man ja auch, dass hier sehr viel Verrücktheit unterwegs ist. Und wir schaffen das. Das ist eine sehr fragwürdige Kulturleistung, von Generation zu Generation unsere Kinder dazu zu bringen, dass die das lernen. Was wir auch schon schmerzhaft genug lernen mussten, nämlich Denken, Fühlen und Handeln voneinander abzutrennen. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, die jetzt vor uns steht. Nicht die Bewältigung dieser Krisen, nicht die Bewältigung dieser ganzen fragwürdigen Situationen auf der Welt, sondern endlich Lebewesen zu werden, die es nicht länger nötig haben, ihr Denken und ihr Fühlen und ihr Handeln voneinander abzutrennen und damit Dinge zu tun, die gegen ihr lebendig sein und auch die Möglichkeit auf diesem Planeten zu überleben verstoßen. Wir ruinieren uns sozusagen durch diese Trennung, weil die auf Dauer uns nur kaputt machen kann. Wir werden krank davon und wir richten einen unermesslichen Schaden auf der Welt an. Vielleicht darf ich Ihnen mit einem Augenzwinkern sagen, dass Sie darüber lachen können oder dass Sie das vielleicht falsch verstanden haben mit dem Prediger vom Pferdeberg. Vielleicht ja, schwingt da so ein bisschen mit, dass Sie tatsächlich ja irgendwie auch ein Prophet sind der neuen Zeit, dass Sie da Ja, wirklich aber da müssen auch wir was ganz, kanalisieren, mit dem ja, Begriff sind was wir ganz, richtungsweisend ist. Vielleicht kann man es mit Humor so nehmen, ne? Ich ja, finde klar. tatsächlich, dass sie da komplett, also richtig liegen, ich gebe Ihnen da recht. Und das Unverständnis, auf das man dann teilweise stößt, das ist ja doch immer wieder erstaunlich, dass gerade wenn man sehr konstruktiv unterwegs ist und man möchte was Neues bringen, Innovation, dann kommt es häufig zu einem Abwehrmechanismus. Selbst wenn die Menschen vielleicht fühlen, dass es besser für sie wäre, das wird dann bekämpft. Das ist ja immer wieder vorgekommen in der Geschichte, dass Innovation häufig erstmal bekämpft wurde. Ja, das Und ist ja das Schlimme, dass ich das jetzt, oder vielleicht ist das mein großer Vorteil, dass ich das als Neurobiologe ja sogar weiß und beschreiben kann und weiß, wie es dazu kommt. Und natürlich muss ich, wenn ich hier in dieser Welt unterwegs bin, mir ein bestimmtes Selbstbild zurechtbauen und ein bestimmtes Ich-Konstrukt und auch ein bestimmtes Weltbild. Und das gibt mir Sicherheit. Und dann laufe ich rum und verwirkliche diese Vorstellung, die ich da von mir und der Welt und allen anderen habe.
so wie dieser Zeitungsjournalist. Und er ist fest davon überzeugt, dass Wissenschaft auf keinen Fall auf einem Pferdeberg stattzufinden hat und auch nicht in Form einer Predigt. Und deshalb muss er jemanden, der ein Buch schreibt, was so ein bisschen anders ist und was die Leser anspricht und was Dinge verständlich macht, anstatt dauernd mit Zitaten zu kommen und mit Hinweisen auf andere Publikationen, das muss er in der Luft zerreißen. Das ist er sich selbst schuldig. Er kann anders gar nicht leben. Es ängstigt ihn, dass man das, was er unter Wissenschaft versteht, auch anders machen könnte. Und seine Wissenschaft, die er kennt, das ist die, wo alles in Einzelteile zerlegt wird, in der Hoffnung, dass man es irgendwann mal wieder zusammenfügt. Und das, was ich mache, ist ja was anderes. Ich nehme diese vielen Einzelteile und füge die zu einem Ganzen zusammen. Und da kommt plötzlich was raus, was deutlich macht, dass diese andere Strategie eigentlich, das ist Technologie. Das dient dazu, dass wir immer wieder neue Pharmastoffe entwickeln und in andere medizinische Verfahren oder am Ende auf den Mond fliegen können. Aber das hat nie dazu geführt, dass wir anfangen, uns wirklich besser zu verstehen. Dazu ist diese Wissenschaft gar nicht da. So will sie das auch gar nicht. Und deshalb kommt dann so was Eigenartiges zustande, dass wir eine Wissenschaft haben, die nennt sich Biologie. Und Sie können alle diese Wissenschaftler aus der Biologie fragen, was denn eigentlich das Leben sei. Sie erforschen das Leben. Und dann fragt man sie, was ist denn das Leben? Und die können Ihnen keine Antwort geben. Die machen darum, das ist die frechste Frage, die man überhaupt stellen kann. So ein Biologielehrer, da kriegt man da von dem erklärt, wie die Photosynthese funktioniert und dass das eine Grundlage für alles Leben ist. Und dann musste da mal so ein Schüler aufstehen und sagen, ja, und sagen Sie mal, was ist denn überhaupt Leben? Ist denn ein Virus schon lebendig und warum? Und wann beginnt denn das Leben? Und ist das möglicherweise eine Zwangsläufigkeit, dass wenn bestimmte Bedingungen so sind, wie sie sind, dass dann auch etwas entsteht, was wir Leben nennen? Und was kennzeichnet dieses Lebendige? Was macht dieses Lebendige aus? Ist das die Fortpflanzung? Aber es gibt doch auch viele, die pflanzen sich auf sonderbare Weise fort oder teilen sich nur oder so. Und dann kann man also richtig lange Gespräche führen und es stellt sich heraus, wir wissen nicht, was das Leben ist. Noch nicht mal das. Da habe ich dann auch keine große Hochachtung mehr für so eine Wissenschaft, die nicht mal definieren kann, womit sie sich eigentlich beschäftigt. Und ich glaube, das hat der Clemens alles auch so gespürt und hat es eben auf seine Weise und mit den Möglichkeiten, die er hatte, in Frage gestellt. Und dafür wird man nicht geliebt, da wird man erschossen. Also im Zweifelsfall. Entweder verbal oder mit allen Mitteln, die da zur Verfügung stehen. Und mein Schreiberling hatte eben keine anderen Mittel als seinen Feuilleton, wo er da so einen Artikel geschrieben hat. Das war seine Art, mich zu erschießen. Klar. Hm. Damit er Ruhe hat, damit sein Weltbild nicht in Frage gestellt wird. Aus Angst. Das ist eigentlich eine ziemlich traurige Geschichte. Dass immer dann, wenn man jemand anders auf diese Weise niedermacht, das im Grunde genommen ein Zeichen der eigenen Angst, der Verunsicherung, der Schwäche ist, weil das hat niemand nötig, der sich seiner Sache sicher ist und der bei sich selbst zu Hause ist. Da muss man schon sehr bedürftig sein und sehr weit weg von sich selbst, damit man sowas fertig bringt, einen anderen Menschen einfach wie ein Objekt zu beschreiben und ihn zu bewerten. Das steht uns allen nicht zu. Wir sind Subjekte, also lebendige Wesen, und als lebendige Wesen ist es das Schlimmste, was wir machen können, wenn wir einander wie Objekte behandeln, wenn wir uns gegenseitig zu Objekten unserer Vorstellungen, unserer Absichten, unserer Ziele, unserer Belehrungen, unserer Bewertungen und am Ende auch noch unserer Maßnahmen und Anordnungen machen. Das ist Katastrophe. Das haben wir jetzt zwar 10.000 Jahre lang immer wieder gemacht, aber wir sind nun an einer Stufe unserer Entwicklung angekommen, wo jetzt deutlich wird, wie viel Unheil man damit anrichtet. Da kann man zwar auf den Mond fliegen und alle möglichen technischen Sachen umsetzen, aber man wird dadurch kein Mensch. Man entfernt sich immer mehr von seinem Menschsein. Und manchmal mache ich das auch ein bisschen lächerlich, weil inzwischen ist ja sogar deutlich geworden, dass seit der Sesshaftwerdung des Menschen das Gehirn nicht mehr weiter gewachsen, sondern geschrumpft ist. Und das ist natürlich peinlich.
Also wir nähern uns dem an, was wir von den Haustieren kennen. Also ein Hausesel hat auch ein kleineres Gehirn als ein Wildesel. Sogar ein aus dem Stall entwichener Hausesel, der dann da draußen in so einer verwilderten Hauseselherde unterwegs ist, wie man das in Südamerika noch sehen kann, der hat ein größeres Hirn als die, die zu Hause geblieben sind. Und so geht es uns auch. Wir haben auch dieses Domestikationsphänomen, dass wir ein Leben uns gestaltet haben, wo eigentlich nur noch das passiert, was wir unter Kontrolle haben. Und das Leben ist aber etwas, was nicht zu kontrollieren ist. Wir haben keine Ahnung, wie wir damit umgehen sollen, dass man etwas nicht kontrollieren kann. Und da heißt die Antwort, ja, so eine Angst vor dem Kontrollverlust kann ja nur jemand haben, der sich seiner eigenen Fähigkeiten und auch seiner Eingebundenheit in diese Welt überhaupt nicht bewusst ist. Das hat der Clemens alles, glaube ich, gewusst. Ja, und hat es tapfer versucht, dagegen anzurennen und ja. Ja, es wird immer schwieriger. Ich finde auch durch die Digitalisierung, ne, da ist einfach der Empathieschwund, ja, und auch die Etikette verschwindet. Die Hemmschwelle ist immer geringer in der Kommunikation. Da haben Sie vollkommen recht, dass diese digitalen Medien es einem ermöglichen, den anderen extrem wie ein Objekt zu behandeln, also ihn zu beschimpfen, ihn zu beleidigen und all das. Und das gibt normalerweise in der direkten, lebendigen Begegnung zwischen Menschen, gibt es ja die Möglichkeit, dass derjenige, der den anderen beleidigt, die Reaktion des anderen miterlebt. Der fängt dann an zu weinen oder wird ganz still. Das habe ich doch alles nicht, wenn ich da so einen Kommentar irgendwo hinschreibe. Ich kann das machen mit meiner ganzen Blödheit und so dusselig, wie ich bin. Und ich kann die größten Schweinereien über jemand anders verbreiten auf diese Weise. Und ich kann das aber nur deshalb, weil ich den anderen nicht sehe, weil ich mich nicht mit ihm konfrontiere. Er ist sozusagen Objekt, noch nicht mal sichtbar. Und dann brauche ich auch auf ihn keine Rücksicht zu nehmen. Und das ist in hohem Maße bedenklich. Das wird, also im Grunde genommen, wenn man das irgendwie titulieren will, ist das unmenschlich. Ja, in der Anthropologie, da wird ja auch die These vertreten, dass Zivilisation erst dann beginnt, als wir in der Höhle nicht Werkzeuge erschaffen haben oder mal gejagt haben, sondern beginnt da, wo wir einen Knochenbruch heilen, wo wir assistieren oder wo wir einen Bestattungsritus für einen Menschen machen, wo wir Empathie zeigen. Da beginnt Zivilisation. Und in dem Sinne ist ja diese digitale Dynamik eigentlich eine Rückentwicklung unserer Zivilisationsleistung. Da würde ich noch viel weiter runtergehen. Wäre interessant, das mit Clemens nochmal zu besprechen. Aber wir, sagen wir mal, unsere Spezies gibt es ja seit mindestens 100.000 Jahren. Und seit 10.000 Jahren erst, also 10% dieser Zeit, sind wir sesshaft. Und seit dieser Zeit haben wir diese hierarchischen Ordnungsstrukturen, wo es dann sehr leicht passieren kann, dass einer alle anderen sozusagen in den Sack haut und denen sagt, was sie zu tun und zu lassen haben. Und das ist eine Zeit lang ein Erfolgsmodell gewesen, weil man natürlich als Jäger und Sammler nicht so effektiv ist und nicht so viel zustande bringt und auch manchmal verhungert im Vergleich zu so einer anderen Truppe, die da Ziegen züchten und Getreide anbauen und das dann auch noch über den Winter lagern. Und die können dann auch, wenn man solche hierarchischen Ordnungsstrukturen in einer Gesellschaft hat, dann können die Gesellschaften ja auch unglaubliche Dinge vollbringen, also Pyramiden bauen, den Nil als Bewässerungssystem nutzen und auf den Mond fliegen und alles sowas. Alles hierarchische Ordnungsstrukturen. Und was wir jetzt im Augenblick erleben, ist, dass diese hierarchischen Ordnungsstrukturen an ihr natürliches Ende kommen, weil eine hierarchisch geordnete Gemeinschaft nicht so flexibel ist. Die tendiert immer zu Starre. Die gibt sich dann auch selbst Ideologien und bildet Ideologien aus, die immer darauf aus sind, also nennen wir deterministisch. Ne? Das ist alles vom lieben Gott gemacht, das ist alles genetisch oder das wird alles vom Hirn gesteuert. Das sind alles Ideologien, mit deren Hilfe man Machtstrukturen in einer Gesellschaft aufrechterhält, indem man die Menschen entmutigt, dass es möglich sei, dass sich da irgendwas jemals an dieser Ordnung, die sie haben, ändert. So, und jetzt ist so eine Ordnung aber
eben zu unflexibel. Und jetzt haben wir eine digitalisierte, globalisierte Welt, wo immer offenkundiger wird, dass alles von allem abhängig sind. Und in dieser Welt funktioniert die Hierarchie nicht mehr. Es gibt niemanden mehr, der das unter Kontrolle kriegt mit einer hierarchischen Ordnung. Aber für diese andere Ordnung, die dann manche Leute Anarchie nennen, ohne zu verstehen, was damit wirklich gemeint ist, für diese andere Ordnung müsste ja jeder einzelne Bürger und jede Bürgerin in der Lage sein, Verantwortung für sich und für das Gemeinwohl zu übernehmen, so wie das der alte Kant gesagt hat. Und diese Ecken, was wir im Augenblick haben, ist eine, das hat der Kant dann selbstverschuldete Unmündigkeit genannt. Das heißt, wir sind nicht so weit. Wir haben die alte Struktur, die uns gelenkt und gesteuert hat, so weit gebracht, dass sie nicht mehr funktioniert. Und das Neue, wissen wir nicht, wie das geht, weil in der alten hierarchischen Ordnungsstruktur wurde man immer automatisch zum Objekt der Anweisung von höher gestellten Personen gemacht. Und da haben die Menschen nicht genügend Gelegenheiten gehabt, Selbstverantwortung für ihr Tun und für ihr Denken und für ihr Handeln zu übernehmen. Und die sind sozusagen, wenn man es ganz hart sagt, muss man sagen, die sind für demokratische Prozesse ungeeignet. Die rufen jetzt auch ständig, sie wollen einen neuen Retter haben, der sie sozusagen befreit. Der soll dann Donald Trump heißen oder Viktor Orban oder Putin oder, ja, und dummerweise rufen unsere demokratisch befähigten Menschen, die in unseren demokratischen System leben, rufen auch dauernd, dass jemand das machen soll für sie, die Regierung. Das ist ja genauso blöd. Sie müssten es jetzt selber machen. Und da, glaube ich, hat Clemens schon etwas erkannt. Wenn er von Biophilie redet und in der Stadt, dann meint er, jeder hat doch die Möglichkeit, auf seinem Balkon ein bisschen das Leben wieder hereinzuholen in diese kalten Städte. Und jeder hat die Möglichkeit, dort, wo er ist, Verantwortung zu übernehmen, sich um irgendwas zu kümmern, was ihm am Herzen liegt und sich mit anderen Menschen zusammenzutun und eine kleine andere Welt zu erschaffen. Erstmal bei sich, bei den anderen gemeinsam. Und solche Gemeinschaften, die sind dann meistens so beschaffen, dass die auch nicht mehr, die brauchen keine Regierung mehr und Verwaltungssysteme, die ihnen sagen, wo es lang geht. Die können sich selber organisieren. Ja, da war Clemens ein ganz großer Verfechter von dieser dezentralen Organisiertheit, also in den Ökodörfern auch, die wir besucht haben, in Wales oder in Italien, in Dänemark. Da ging es ganz stark um die Themen Konsensdebatte, Gleichberechtigung, gewaltfreie Kommunikation. Ja. Das haben wir immer wieder gehört. Das sind einige der Schlüsselprinzipien, die diese Menschen erkannt haben. Wenn man in einer Gemeinschaft lebt von 5 bis 30 Menschen oder mehr im Lebensgarten Steierberg in der Nähe von Hannover, da sind es mittlerweile an die 140 Leute, inklusive Kinder. Das muss ja dann irgendwie sich organisieren, ja, dieser Ameisenhaufen. Und wenn da Ego-Probleme eintreten, dann kann eine einzige Person dafür sorgen, dass das Ganze kippt. Und diese Menschen haben eben erkannt, okay, wir brauchen keine Hierarchien, wir brauchen Konsens, wir brauchen eine Debattenkultur, wir brauchen eine Gesprächskultur und zeigen eigentlich im Kleinen, wie Gesellschaft funktionieren sollte oder könnte. Und ich glaube, dass man da den Kant heutzutage auch nochmal ergänzen muss, dieses sapere aude, vage zu wissen, vage zu fühlen. Also wir müssen ja auch wieder ins Gefühl kommen, in die Empathie. Und da ist es eben, glaube ich, das Problem, dass wir dann auch uns selbst spüren müssen. Und die eigene Traumatisierung, Sie haben ja auch häufiger schon in Interviews erklärt, wie das mit dem Trauma funktioniert als Lösung. Diese Lösung, die wir auch weitergeben an unsere Kinder leider, um mit Dingen klarzukommen, um Dinge zu handeln. Aber eine traumatisierte Gesellschaft, eine verletzte Gesellschaft mit vielen verletzten inneren Kindern oder ne, gibt es ja verschiedene Erklärungstheorien, warum Menschen sich unbewusst verhalten. Da gibt es sehr viel aufzulösen im Endeffekt, damit Gemeinschaft funktionieren kann. Es ist ja nicht nur das kognitive Verständnis davon, sondern eben auch das Fühlen wollen. Das im Endeffekt ist es ja Liebe, also universelle Liebe, die man wieder erkennen muss oder erkennen darf als Teil eines Ganzen. Und das ist ja unsere Ursehnsucht,
aus dem Mutterleib. Das hatte ich auch von Ihnen so schön gehört in einem Interview, wie wir da ganz sind, wie wir angenommen sind, wie wir verbunden sind im Mutterleib und wir gehören dazu. Und im Leben suchen wir eigentlich immer wieder nach diesem Gefühl, sei es in einer Liebesbeziehung, in unserer Familie, mit Freunden, in der Gemeinschaft, auch als Staatsbürger. Wir wollen dazugehören, wir wollen auch eine Stimme haben, wir wollen auch gesehen werden. Und im Kleinen kann man das wunderbar ausprobieren, eben in so einem Ökodorf, finde ich. Und fand deswegen auch so spannend, das Projekt mit Clemens zusammen für unser Buch, dass wir da erforscht und erkundet haben, wie funktioniert das eigentlich? Wie kann man wirklich diese ganzen Ideale, die auch Clemens so stark hatte, die uns auch verbunden haben, wie kann man das leben? Wie kann man das auch im Miteinander leben? Wie kann man das alles transportieren und katalysieren, sodass man es dann auch wirklich umsetzt? Denn es geht ja auch darum, ins Tun zu kommen. Wenn man diese neuen Synapsen, wenn man diese neuen Hirnstrukturen eben ausbildet, ne, würden Sie jetzt vielleicht sagen, dass man das dann aber auch anwendet. Und das fand ich so spannend, dass eigentlich sein Weg in die Zukunft und sein Schlüssel war, das wirklich im Kleinen, im Alltag dann auch umzusetzen und eigentlich ein ganz neues Menschsein dadurch zu kultivieren. Mit sich, mit der Umwelt, aber auch mit den anderen zusammen. Ich bin ganz begeistert davon, wie viele, vor allen Dingen auch junge Menschen, versuchen, solche alternative Formen des Zusammenlebens zu finden. Und dass das nicht auf Anhieb funktioniert, nachdem wir 10.000 oder wie viele Jahre auf eine völlig andere Weise unterwegs waren, wo uns die Kirche oder wer auch immer vorgeschrieben hat, was wir zu tun und zu lassen haben, dass das auf Anhieb nicht so ohne weiteres funktioniert, ist verständlich. Und deshalb fand ich es damals auch sehr spannend, dass der Clemens sich dann mit Ihnen auf den Weg gemacht hat und diese Lebensgemeinschaften sich angeschaut hat. Eigentlich auf der Suche nach dem Geheimnis des Gelingens. Also was braucht es, damit es funktioniert? Und wahrscheinlich ist es am Ende was ganz Basales, was Sie da eben auch als Liebe bezeichnet haben. Also das Konsens wäre ja nur eine kognitive Übereinkunft. Das ist, reicht nicht. Man müsste ein unbedingtes Interesse an der Entfaltung des anderen haben. Ihre Definition von Liebe, ja, die ich das auch wunderschön wäre, finde. Das wäre eine sehr brauchbare Definition von Liebe, weil man sie dann von all dem befreit, was mit Klebrigkeit und Abwegigkeit und auch sonderbaren anderen Interessen bisher verbunden ist. Also so wie die Gesellschaft, das ist aber auch immer ein Zeichen, wenn die Gesellschaft vor irgendetwas ganz besonders viel Angst hat, dann tritt sie es so lange breit, bis es unkenntlich geworden ist. Also auch die Freiheit. Da hat diese Gesellschaft so eine Angst, also die Gesellschaft, jeder Einzelne hat Angst vor dieser Freiheit, sodass jeder Einzelne seine eigene Freiheitsdefinition macht und am Ende ist es dann auf einmal Freiheit, wenn man sich auf Kosten von anderen bereichert. Jeder muss doch seine Möglichkeiten haben. Und da ist es manchmal gut, dass man versucht, die Begrifflichkeiten wenigstens wieder gerade zu rücken, damit man anderen Leuten, wenn man in einen Austausch geht, wenigstens helfen kann, sich darauf zu einigen, worüber man eigentlich spricht. Also wenn ich über Liebe spreche, denke ich niemals an Verbundenheit und dass man händchenhaltend auf dem Sofa sitzt, sondern meine ich eine Art von Verbundenheit, bei der ich mich, so gut ich nur irgendwie kann, darum bemühe, dass mein Gegenüber in seine Kraft kommt. Und wenn der jetzt gerade dazu neigt, jeden Abend irgendwie einen Schnaps zu trinken, weil ihm das so schön bequem ist, dann wäre es sozusagen zwangsläufig so, dass ich aus Liebe dafür sorgen müsste oder irgendwie ihm helfen müsste, sich dieser ungünstigen Gewohnheit zu entledigen. Ja, nicht indem ich ihm den Schnapssaufen verbiete oder indem ich die Schnapsflasche verstecke, sondern ich müsste mit ihm darüber reden, wie er eigentlich mit sich selbst umgeht, was er eigentlich für ein Mensch sein möchte. Und ob das Bild, was er von sich hat, mit dem übereinstimmt, was er da jeden Abend vor dem Fernseher macht. Ja, ich glaube, dafür muss man eben auch in seiner eigenen Kraft sein, ne? Ich finde das so schön, dass
Rüdiger Dahlke zum Beispiel spricht ja auch von der ansteckenden Gesundheit. Alle reden von ansteckender Krankheit, aber Gesundheit und Lebensfreude sind ja auch ansteckend. Also, dass man eben auch das verkörpert, ne? Wie es anders geht. Und dass man begeistert, ich glaube, Clemens hatte das auch eben ganz stark, diese Fähigkeit, andere zu begeistern, andere anzustecken im positiven Sinne. Wenn man dann wirklich mal wissen möchte, ob es einem Menschen, dem wir begegnen, auch wirklich gut geht, dann fragt man, geht's dir denn gut? Und dann erzählt er alles, was der im Leben erreicht hat. Es ist alles vollkommen wurscht, was der da erreicht hat. Ein einziges Kriterium gibt es, an dem wir alle erkennen, ob es dem anderen gut geht, und das ist diese Beobachtung. Ist das einer, der von anderen was haben will? Oder ist das einer, der anderen was schenken kann und auch die Bereitschaft hat, anderen was zu schenken? Und damit geht alles auseinander. Da kriegt man die wunderbar auseinander. Das Schlimme ist, dass man dann, wenn man das in unserer heutigen Zeit macht, bei einem sehr hohen Prozentsatz landet von Menschen, denen es offenbar nicht so sehr gut geht und die deshalb ständig irgendwas brauchen. Ich glaube, ein Stichwort ist ja Angst. Viele Menschen sind in ihrem ja unbewussten Anteil wahrscheinlich von Grund auf ängstlich und haben auch vielleicht eine nicht kommunizierte Angst vor dem eigenen Tod. Ich finde, dass der Tod, ich habe jetzt lange in Südamerika auch gelebt, das ist eigentlich noch normal, dass der Verstorbene noch ein paar Tage daheim ist und man kann hingehen, sich verabschieden. Und, hier ist es ja sehr diskret und zumindest in Deutschland, wir haben keine Großfamilien mehr, wir leben nicht mehr auf Bauernhöfen, wo man mit Sterben und Gebären so in Kontakt wäre mit diesem Kreislauf. Unsere Gesellschaft ist sehr linear ausgerichtet, sehr auf exponentielles Wachstum, sehr auf Leistung und Gewinn. Aber das Leben funktioniert ja nicht linear, sondern in Kreisläufen. Und ich glaube, das ist so eine Krux als moderner Mensch, dass wir da diese Illusion haben der Linearität und nicht mehr uns eingebettet fühlen, nicht mehr zu Hause fühlen im Kreislauf des Lebens. Und dazu gehört ja eben auch der Tod. Wie sehen Sie das als Hirnforscher, als Neurobiologe? Ich Muss habe man eine davor Angst haben? große Lektion gelernt durch gelegentliche Besuche auf Palliativstationen. Da, wo welche liegen, die die Medizin aufgegeben hat, die aufs Sterben warten. Und dort habe ich nach Menschen gesucht, die Angst vor dem Sterben hatten. Gab es da nicht. Diese Angst vor dem Tod ist möglicherweise was, was uns eingeredet worden ist. Man braucht vor dem Tod keine Angst zu haben, sondern wenn das dann soweit ist, die meisten nehmen das dann gerne an. Es sei denn, sie haben noch zu viele unerledigte Dinge und wollen noch zu viel vom Leben haben, dann kann man das nicht loslassen. Dann hat man ein Problem. Und vielleicht halten wir diese Vorstellung, dass alle Menschen Angst vor dem Tod haben, bei uns in unserer Gesellschaft so gerne aufrecht, weil wir auf diese Weise die Menschen davon ablenken, wovor sie wahrscheinlich am meisten Angst haben. Und Vor dem Leben? das ist die Freiheit. Hm. Damit können sie nicht umgehen. Das ist furchtbar, wenn man plötzlich selber entscheiden soll, sich zu etwas entschließen soll. Katastrophe. Und dann haben sie eben dann für diese Angst keine andere Möglichkeit, als dass sie alles kontrollieren wollen. Und da kommt der Biologe in mir und sagt, seid ihr denn alle völlig bescheuert? Man kann doch das Leben nicht kontrollieren. Wie kann man auf die Idee kommen, dass man ein Virus bekämpfen kann und besiegen kann? Also, habt ihr noch nie, und nicht nur von Viren nichts verstanden, sondern noch nicht mal vom Leben irgendwas verstanden? Das Leben zeichnet sich durch die Tatsache aus, dass es nicht kontrolliert werden kann. Ja, wenn es das wäre, dann wäre es sowas Ähnliches wie unsere Rechenmaschinen, die wir programmieren können, wenn es uns nicht gefällt, was die machen. Ja, wir können das ja trainieren durch die Meditation, indem wir da die Kontrolle versuchen abzugeben und loslassen, ne, innerlich und den Geist Ja, beruhigen. ich glaube, das ist schon eine ganz wichtige Voraussetzung. Man muss sich von all dem, in das man sich mit seinen Vorstellungen verwickelt hat,
Das müsste man wieder loswerden. Aber ich bin mir nicht so ganz sicher, ob da die Meditation allen so recht hilft. Weil es gibt auch so Verwickelte, die meditieren über ihre Verwicklung und verwickeln sich dann noch mehr. Da müsste man dann erstmal sicherstellen, dass das, was die Meditation nennen, auch wirklich eine ist. Und ansonsten kann das auch sehr kontraproduktiv sein. Und das sieht man ja auch manchmal, dass Leute dann immer meditieren und eigentlich nur um das, was sie da im Augenblick treiben, länger auszuhalten. Also so eine Art Wellnessübung. Weit weg von dem, was der Clemens da jemals darunter verstanden hat. In seinen Büchern beschreibt er ja auch aktive Übungen. Da ist man dann angehalten, eben was zu machen. Man bewegt sich. Man hat gleichzeitig noch die Gesundheitseffekte durch die Botenstoffe, die Terpene und so weiter im Wald, in der Natur oder auch in dem Park. Und sitzt nicht in der Stille, sondern er hat ja auch zum Beispiel eine Fantasiereise beschrieben, Atemübungen, also dass man dann wirklich auch in die Bewegung kommt. Und das hilft ja erwiesenermaßen sehr, um abzuschalten, um dann nicht zu grübeln oder nachzudenken. Unser innerer Denker, unser Kritiker, der ist ja dauernd aktiv. Das ist hier sehr, sehr schwer zu kontrollieren, wenn wir nicht gerade ein buddhistischer Mönch sind. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Deswegen ist es vielleicht ein guter Einstieg, so wie Clemens das auch beschrieben hat, eine aktive Form von Meditation in der Natur auszuprobieren. Wenn ich etwas loslassen will, mit dem ich mich vorher so sehr verbunden hatte, zum Beispiel meine blöden Vorstellungen, worauf es im Leben ankommt. Wenn ich das loslassen will, das kann ich nur dann loslassen, wenn ich mich mit etwas anderem verbinde, was mir mehr Halt gibt als meine blöde Vorstellung. Und zum Beispiel könnte ich mich mit meiner eigenen Lebendigkeit verbinden. Oder ich könnte mich mit anderen Lebewesen verbinden. Manche verbinden sich sogar mit ihrem Hund oder ihrer Katze oder ihrem Kanarienvogel. Und aus dieser Verbundenheit heraus fällt es ihnen dann leicht, sich von bestimmten eigenen Vorstellungen zu verabschieden und dann das nicht weiter so tragisch zu nehmen, wenn da jemand zu ihnen sagt, du hast doch einen Vogel mit deinem Kanarienvogel. Ne? So, das macht dann nichts, weil man weiß, dass dieser Kanarienvogel dass man mit dem so eine enge Verbindung hat. Also, und in dem Augenblick, wo man mit sich selbst oder mit etwas anderem in der Welt so eng verbunden ist und nicht mehr mit seinen Vorstellungen, dann fallen diese blöden Vorstellungen ja von alleine runter. Mhm. Und indem ich mich zum Beispiel in der Natur, im Wald bewege, verbinde ich mich mit meinem Körper und dieser ganzen Bewegung, die dabei stattfindet. Und ich verbinde mich gleichzeitig mit diesen vielfältigen Lebensformen und diesem ganzen, was ich da im Wald erlebe, diesem Duft und diesen Geräuschen und den Zwitschern der Vögel und was nicht alles. Und aus dieser Verbundenheit heraus merke ich plötzlich, wie all meine ganzen sonstigen Vorstellungen, was ich heute noch alles zu tun habe, und worauf es ankommt und wen ich heute alles noch beglücken muss und wem ich versuchen muss, noch irgendwas abzunehmen, das ist dann alles weg. Da ist man bei sich und da kommt man bei sich an und dann kann man diesen ganzen Kram loslassen. Und dann käme es darauf an, dass man das als ein glückliches Gefühl genießt. Weil erst wenn man das sich bewusst macht, wie schön das ist, dass man jetzt mal etwas gefunden hat, was einem hilft, diese blöden Vorstellungen loszuwerden, dass wenn man sich das bewusst macht, geht das so tief im Hirn in das eigene Selbstverständnis. Erst dann wird das so tief in uns integriert, dass wir uns das dann nicht mehr dauernd bewusst machen müssen, sondern dass das plötzlich ein Bedürfnis wird. Dann ist das eine Selbstverständlichkeit. Da muss ich mir nicht sagen, ich müsste mal wieder im Wald gehen, sondern dann bekomme ich, wenn es mir zu viel wird, dieses Gefühl, es wird jetzt höchste Zeit, dass ich mal 2 Stunden im Wald alleine rumlaufe und mich wieder finde. So, und insofern, ja, damit das jemand aber so erleben kann, muss er einen Grund haben, es zu tun. Und das geht eben dann leicht, wenn man ihn dazu einlädt oder sie. Also ein gemeinsamer Spaziergang ist am Anfang hilfreicher. Später wird man auch alleine gehen, aber erstmal, damit man sich überhaupt von dem, was man jetzt für so wichtig hält, losreißt, kann es eben sein, dass man das mit anderen gemeinsam erstmal leichter schafft.
Und dann kann es passieren, dass man spürt und diese Erfahrung macht, wie gut einem das ganz persönlich tut, unabhängig von all den anderen. Und dann wird man irgendwann ganz allein das Bedürfnis haben, in den Wald zu gehen. Ja, so geht das. Und dann auch wirklich präsent zu sein mit allen Sinnen. Wir haben uns das ja auch ein bisschen abtrainiert im Funktionieren, im alltäglichen Funktionieren. Ja, auch wirklich alle unsere Sinne einzusetzen und, wie Sie ja auch richtig sagen, zu genießen. Ich weiß nicht, ob man da vielleicht ein schlechtes Gewissen hat, aber einfach nur mal da zu sein und nicht produktiv zu sein in dem Sinne, uns das auch zu erlauben. Denn im Endeffekt ist es ja sehr produktiv. Da passieren ja auch Aufräumprozesse im Gehirn, wenn wir in einem anderen Bewusstsein angekommen sind. Die Gehirnwellen ändern sich. In Alpha und Theta hat das Gehirn ja auch die Möglichkeit, sich zu regenerieren, der ganze Körper. Das ist ja in dem Sinne produktiv. Also das Thema Resilienz und Effizienz, auch mit der Schattenseite heutzutage Burnout oder Depression, da müssen wir einfach begreifen, dass es wichtig ist, dass wir nicht immer ja in dieser Aktivität sind, sondern dass wir uns das auch erlauben, einfach zu sein, zu genießen, da zu sein, präsent zu sein, wirklich mit allen Sinnen, dass wir das wieder lernen können. Ja, schon. Wenn jemand so sich selbst funktionalisiert hat, dass der sein Leben im Hamsterrad zubringt und sich dann auch noch damit identifiziert und das für das Leben hält, und deshalb es kaum aushält, mal alleine eine Stunde im Wald rumzulaufen, weil er da ja seine ganzen Sachen nicht schafft. Und der dann nur in den Wald geht, weil dort die Terpene sind und weil er da noch ein bisschen andere Luft kriegt. Und weiß der Kuckuck, was ihm da alles so erzählt wird, was da alles toll im Wald ist. Dann benutzt er den Wald, damit er das Hamsterrad besser aushält. Das ist nicht das, worum es geht. Ja, man muss das Hamsterrad im Kopf abstellen. Ja. Und das geht nicht rational. Das musst du erleben. Also deshalb ist dieses eigene Erleben nicht des Waldes, sondern dieser inneren Stille, die sich dann plötzlich einstellt. Das ist das, wo man dann manchmal da sitzt und sagt, wow, das habe ich ja lange nicht mehr erlebt. Ja, und dann ist man berührt. Dann kommt man wieder mit etwas in Berührung, was man die ganze Zeit im Hamsterradleben zugebuddelt hatte. Und dazu gehört dann auch die sinnliche Wahrnehmung. Da gehört auf einmal, kriegt man ganz anderes Körpergefühl. Man hat plötzlich ganz andere Augen für die Welt. Der Blick öffnet sich. Und auf einmal stellt man fest, was habe ich denn da bisher für ein bescheuertes, funktionales Leben geführt? Alles ausgerichtet darauf, dass ich entweder nicht krank werde oder Anerkennung finde oder Geld kriege oder irgendwas anderes. Das ist ja ein völlig fremdes Leben gewesen. Das war ich doch gar nicht. Und das passiert manchmal. Und das ist toll, mit solchen Leuten reden zu dürfen, die das sozusagen authentisch erzählen können. Wie ihr Konstrukt in sich wie ein Kartenhaus zusammengefallen ist und sie dann bei ihrem authentischen Selbst wieder angekommen sind. Großartig. Aber geht nicht durch kluge Ratschläge und indem man das anderen erklärt, wie toll das alles ist, sondern das geht nur, wenn es gelingt, dass sich jemand dann freiwillig auf sowas einlässt. Einladen, ja. Ermutigen, inspirieren, so heißt der Dreiklang. Es ist halt nicht so leicht, sich mit der inneren Stille auseinanderzusetzen und das kann auch schon sehr wehtun, Zeit und Raum für sich zu haben und dann konfrontiert zu sein auch mit sich selbst. Ich bin auch in Arbeit geflüchtet letztes Jahr und hatte aber auch viel zu tun und die Gesellschaft gibt es ja auch vor, als Alleinerziehende, dann arbeitet man Vollzeit, dann abends noch die Videos schneiden, die ich noch mit Clemens gemacht hatte, das Rohmaterial. Ich habe so viel gearbeitet, dass ich eigentlich jetzt im Winter erst so richtig in die Trauerverarbeitung gekommen bin. Weil es auch keine Zeit dafür gab. Vielleicht auch, weil ich davor geflüchtet bin. Ne? Wenn man sich aktiv hält, wenn man in der Aktivität ist, dann muss man sich nicht damit auseinandersetzen, wie man sich fühlt. Und das ist für eine Zeit leichter, aber dann kommt man an einen Punkt, dann sagt der Körper irgendwann, und das weiß ich jetzt auch, so, ich kann nicht mehr. Na. Dann kommt es zur Erschöpfung.
Und das ist dann auch eine Chance, ne? Das ist Krise eine Chance, sich wieder neu mit sich und mit der eigenen Ganzheit auseinanderzusetzen und auch mit den eigenen Gefühlen. Das ist aber kein leichter Prozess. Wenn man da aber durchkommt, dann ist es toll, was man dann entwickeln kann. Wir hatten ja vorhin schon diese sonderbare Vorstellung von mir kurz angesprochen, dass ich im Gegensatz zu sehr vielen anderen der Meinung bin, dass das mit dem Angst vor dem Tod ein Narrativ ist. Ob es nicht, wenn ich ein erfülltes Leben habe, dann gar nicht so wehtut, davon Abschied zu nehmen, sondern möglicherweise sogar dieser Abschied etwas sein kann, was zu diesem erfüllten Leben dazugehört, was ich noch brauche, um glücklich zu sein. Die Befreiung von Bevorstellungen und der Gang aus dem Hamsterrad und das zu sich selbst zurückfinden, dass das ein leidvoller Prozess ist, stimmt nicht. Das ist nur dann leidvoll, wenn ich nicht weiß, wo ich hin will. Normalerweise ist das ganz leicht, wenn ich weiß, was ich stattdessen will. Aber wenn ich mich nur loslösen will und gar nicht weiß, wohin das führen soll, dann ist das schwer, weil da weiß ich ja gar nicht, wozu ich das mache. Und dann versuche ich mich da zu trennen und in so einem Trauerprozess, den man durchläuft, da braucht man zunächst erstmal keine Vorstellung davon, wo es jetzt hingeht. Deshalb ist es ja dann auch die Trauer. Und dann halten wir das aber oftmals nicht aus und rasen dann los und beschäftigen uns mit irgendwas, aber das heißt ja nicht, dass wir jetzt wüssten, wo wir hinwollen. Und dann muss der Zusammenbruch kommen, damit wir endlich zur Besinnung kommen und uns dann fragen, okay, so ist dieses Leben, so ist diese Situation, dort bin ich jetzt im Augenblick. Und jetzt heißt die Frage nicht, was ich noch alles loslassen muss, sondern wo ich hin will. Brauchen wir natürlich auch Ressourcen, also Kraft. Wenn man dann schon in dieser Spirale ist, man schläft schlecht, man hat vielleicht keinen Appetit. Ich meine, wir funktionieren ja auch über ein komplexes biochemisches System. Ne? Das muss man natürlich auch sehen. Da braucht man auch einfach schon physisch gesehen einfach die Kraft dafür, ne? Dass man da auch auf sich aufpasst. Aber klar, also ich glaube, vor allen Dingen ist es vielleicht so ein bisschen die Angst vor Leid. Das Sterben an sich oder was danach kommt, da hat ja auch jeder vielleicht so seine eigenen Vorstellungen. Aber diese Idee, sehr jung zu sterben, dann auch das Thema Suizid ist natürlich sehr sch schwierig. Auch wenn man Kinder hat, die dann zurückzulassen, die Verantwortung und da ist dann halt schon auch vielleicht sehr viel Tragik dabei. Ne? Das ist dann schon was, was man heilen muss, wo es gut tut, darüber zu Das ist sprechen, für die, die dass. zurückbleiben, ist das was ganz Schweres, ja. Das ist was anderes, als wenn jetzt mein Vater mit 95 Jahren friedlich einschläft. Und das ist eine Riesenproblematik. Und also ich wünsche mir auch nicht, dass ich mit so einer Situation konfrontiert bin. Brauche doch Menschen um mich herum, die sich als freie Menschen erleben. Und dazu gehört auch, dass man denen zugesteht, dass sie möglicherweise an diesem Leben so sehr verzweifeln, dass sie es beenden. Ja. Es ist schwierig, diese Freiheit auch anzuerkennen. Die Freiheit ist dann leichter anzuerkennen, wenn man sich erstmal von dieser blöden Schuld befreit hat, die da automatisch im Kopf herumturnt. Und Schuld ist ein richtig bescheuertes Gefühl, weil niemand ist an irgendwas schuld. Sicherlich nicht. Also ich habe auf jeden Fall erkannt, das, was Sie sagen, dass man mit Worten oder mit Bemühungen manchmal einfach nichts mehr machen kann, dass man nicht mehr durchdringt. Und es kann ja bis zur Selbstaufgabe, also dann, man sorgt sich, man tut, man macht und es wird aber schlimmer und ja, Medikamente spielen da auch eine Rolle, da bin ich sehr, sehr kritisch. Wenn man die nimmt und wenn man die dann auch nicht mehr nimmt, dann können auch viele Schieflagen sich verschlimmern und es ist also wirklich, kann sehr, sehr, sehr schwierig sein. Und da muss man auch sagen, irgendwo ist die Verantwortung ja zu Ende. Also man kann dann irgendwo nicht mehr eingreifen und so gerne Ja, man das das ist möchte, auch, ja, das muss man dann auch so hinnehmen, das ist nicht zu ändern.
Also, das hat ja lange gedauert, bis man auch in der Psychiatrie gemerkt hat, dass die Antidepressiva, die da oftmals verabreicht werden bei solchen depressiven Störungen, ziemlich problematisch sein können, wenn die Menschen, die sie kriegen, noch jung sind. Weil man gesehen hat, dass dann durch die Verabreichung von Antidepressiva bei depressiven Zuständen die Suizidrate steigt. Es wird nicht gerne gesagt, aber wenn junge Menschen sich dann leichter umbringen, wenn sie mit Serotonin-Wiederaufnahmehämmern oder wie die dann im Augenblick heißen, behandelt werden, dann ist das eigentlich ein Riesenwarnsignal, weil das kann ja auch sein, dass ein Mensch, der nun nicht mehr zu den unter 20-Jährigen oder 30-Jährigen gehört, dass der sozusagen geistig noch so jung geblieben ist, dass der so ähnlich reagiert wie ein 18-Jähriger. Ja, also ich habe dankend Das ist abgelehnt ein jetzt. Ding. Ja, Ich und das wollte das ist. nicht nehmen, diese Antidepressiva. Ich stand auch schon an dem Punkt jetzt im Winter und habe es aber irgendwie geschafft mit vielen Techniken, mit guter Ernährung und auch einfach das Durchmachen. Einfach spüren, einfach, dann schlafe ich halt schlecht, dann geht es mir halt nicht gut und dann kommen halt die Tränen. Das darf doch Zum auch Glück sein, ist doch in auch ein Ordnung, ja. Netzwerk zu haben von Ja. Menschen, die irgendwo im Hintergrund sind, wo man weiß, man ist nicht alleine. Und ja, mir hilft auf jeden Fall das, was ja auch Clemens so stark verkörpert hat, dass ich wirklich auch in die Natur gehen kann und ich fühle mich da als Teil von etwas und ich kann es wieder erkennen, dieses Wunderwerk des Lebens und dann auch mich ja darin zu sehen, dass diese Faszination für das Leben irgendwie wieder zu entdecken, auch wenn es manchmal so hart ist und traurig oder tragisch, dann doch immer wieder in die Faszination und die Begeisterung zu kommen. Das braucht manchmal Zeit. Das darf auch sein. Ich finde, dieser Druck, den man vielleicht sich selber mal macht, ach, ich verstehe das doch theoretisch und ich mache doch auch Yoga und ich lese so konstruktive Dinge, positive Affirmationen. Umso stärker steigt dieser Druck, dass es einem doch gut gehen müsste. Und nein, ich finde nicht, also es muss uns nicht immer gut gehen und man kann es normalisieren, dass es eben diese Phasen gibt und ja, dass man das durchleben muss und dass es sich aber auch lohnt. Eine sehr schöne Erkenntnis, dass wir es auch zulassen müssen, dass es Phasen im Leben gibt, wo man unglücklich ist und wo es einem nicht so gut geht. Und das gehört ja dazu. Also wie wollte ich denn hirntechnisch jemals wissen, wann ich glücklich bin, wenn ich nicht den Zustand des Unglücklichseins erlebt hätte? Der geht ja nur durch den Kontrast. Wenn ich ständig Friede, Freude, Eierkuchen hätte, wüsste ich ja gar nicht, was Glück ist. Und deshalb halte ich es einfach für so wichtig, dass Menschen durch Bücher, durch Vorträge und durch alles das, was man da so machen kann, eingeladen, ermutigt und inspiriert werden, sich dem Leben hinzugeben. Ja, es einfach wieder anzunehmen, sich auch zu erleben als Teil dieses großen, lebendigen. Und dann das eigene Ego irgendwie nicht mehr so wichtig zu finden, dass man da ständig sein Leben nur noch damit verbringt, sein Ich-Konstrukt aufrechtzuerhalten und das zu machen, was man meint, was andere von einem erwarten. Das ist der beste Weg, um unglücklich zu werden. Es verändert sich ja ohnehin. Wir verändern uns. Die Umstände verändern sich ständig. Nichts bleibt gleich. Diese festgefahrene Idee von Identität und Identifizierung, ja, die kann uns eher vielleicht behindern, statt uns zu helfen. Also einfach in diese Freiheit reinzukommen, der Entwicklung, der persönlichen Entfaltung. Das Ganze vielleicht auch ein bisschen spielerisch zu sehen. Also mir hilft da auch meine Tochter ganz stark, dass ich einfach sehe, es kann auch leicht sein. Man kann diese Neugierde wiederentdecken. Ich bin gerne mit dabei und freue mich, wenn wir auf diese Weise was dazu tun können, dass das, worum es Clemens in allem, was er gemacht hat, gegangen ist, dass das auch
bei immer mehr Menschen ankommt und sie vielleicht inspiriert, einlädt, ermutigt, einen kleinen Schritt in diese Richtung zu gehen und dann zu erleben, dass er recht hatte, dass es stimmt, dass das Leben so viel freudvoller ist. Vielen herzlichen Dank. Gerne. Ich hoffe, Ihnen hat dieses Gespräch genauso gut gefallen und gut getan wie mir. Und ich würde mich natürlich über einen Kommentar freuen. Vielleicht möchten Sie mir auch 3 Fragen zu Clemens Lebenswerk beantworten. Ich stelle die Fragen in den ersten Kommentar in die Spalte und bin gespannt, welche Reaktionen da kommen. Und ja, mir ist es wirklich ein Herzensanliegen, Clemens im kollektiven Gedächtnis zu bewahren und zu verankern auf positive Weise. Und bin sehr, sehr dankbar, dass Gerald Hüther ihm da so sehr mitwirkt und auch jeder Einzelne. Gerne können Sie meinen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren und diese Videobeiträge auch teilen. In Zukunft werden weitere Videos folgen und ich freue mich, wenn wir einander auch in Zukunft begleiten können. Bis dahin alles Gute, Ihre Alessandra Moog.